Ulrike Hamann vom Berliner Mieterverein und wir kämpfen seit Jahren für die neue Wohngemeinnützigkeit. Jetzt ist die Chance, die im Bund einzubringen. Sie steht im Koalitionsvertrag. Leider wird sie gerade blockiert. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir haben diese riesigen Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Das eine sind die auslaufenden Sozialbindungen und das andere sind die viel zu teuren Mieten. Beides könnte mit der neuen Wohngemeinnützigkeit endlich beendet werden. Deshalb brauchen wir sie weiterhin und wir fordern alle progressiven Kräfte auf, dafür weiter zu kämpfen.